Wenn Europa alleine zu Hause ist, weil die Amerikaner wie heute Feiertag haben, Thanksgiving ja, dann ist denn normalerweise der Hund irgendwie begraben. Es passiert nichts, vielleicht bis 10, 10.30 Uhr und dann legen sich alle schlafen, weil nichts geht mehr. Wird es heute auch so kommen? Vermutlich, wahrscheinlich, wir werden sehen. Aber es gibt dennoch sehr, sehr wichtige Botschaften heute, die, denke ich, für die nächsten Tage und Wochen sehr, sehr prägend sein werden. Vielleicht sogar für Monate, weil sie bestimmte Entwicklungen antizipieren, mit denen wir es in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten zu tun haben werden. Fangen wir zunächst mal an mit der FED. Gestern ja das FED-Protokoll und eins scheint klar, es wird die sogenannte Operation Twist geben. Man wird also faktisch die durchschnittliche Laufzeit von Anleihen, die man kauft, verlängern von derzeit 6 auf dann wahrscheinlich 10 Jahre. Man will also das längerfristige Ende oder dieses langfristige, die langfristigen Anleiherenditen weiter nach unten bringen. Und die Fed hat auch signalisiert, wir denken so langsam über das sogenannte Tapering nach, also über die Reduzierung der Anleihekäufe. Das wird man jetzt wohl noch nicht auf der Dezember-Sitzung machen und hat auch im Protokoll durchblicken lassen, wie können wir das kommunizieren, ohne dass das missverstanden wird, ohne dass das jetzt als Ausstieg aus der ultralaxen Geldpolitik verstanden wird. Da macht man sich jetzt schon Sorgen. Und vor allem, man hat auch bestimmte Risiken erwähnt in diesem FED-Protokoll. Man sagt dann zum Beispiel immer wieder, wir sind besorgt, dass es unintended consequences gibt, also unbeabsichtigte Konsequenzen unserer Geldpolitik. Sven Hendrik weist zu Recht darauf hin, dass die FED niemals konkret sagt, ja, was meint sie eigentlich damit, welche Konsequenzen. Darüber wird immer geschwiegen. Und man macht aber dennoch so weiter wie bisher. Das ist ja das Erstaunliche, obwohl man sich dieser Konsequenzen ja eigentlich bewusst ist. Gestern ähnliche Töne von der EZB übrigens in ihrem Finanzstabilitätsbericht, wo von der Konzentration von Risiken in bestimmten Bereichen gesprochen wird, wo man praktisch sagt, ja, also da sind Irrationalitäten am Markt, wie zum Beispiel griechische Staatsanleihen. Ja, das muss man sich ja mal vorstellen, die zweijährige griechische Staatsanleihe hat eine Negativrendite, das heißt, die zahlen, wenn sie die kaufen, einem völlig bankrotten Staat noch Geld dafür, dass sie ihm Geld leihen. Das ist so absurd und natürlich sind es die Notenbanken, die dieses Herdenverhalten auslösen an den Finanzmärkten, die durch diese finanzielle Repression praktisch viele in eine bestimmte Richtung zwingen und dann warnt man aber gleichzeitig vor den Risiken. Naja, kann man machen, muss man nicht machen. Insgesamt wäre das, wären neue Schritte jetzt der FED in einer Situation, wo wir die laxesten Financial Conditions ever haben. Da fließen einige Parameter mit rein, wie Aktienkurse zum Beispiel, Kreditvergabe. Jedenfalls muss man, um die Financial Conditions noch laxer zu gestalten, denke ich, nicht noch weitere Maßnahmen ergreifen. Und das ist sozusagen jetzt die Kehrseite der ganzen Geschichte. Italien fordert, wie ein Berater von Ministerpräsident Conte gesagt hat, einen Schuldenerlass durch die EZB. Das ist der Auftakt, meine Damen und Herren, für eine lange Kaskade an Forderungen, dass man sagt, ja bitte, ihr könnt uns doch jetzt mal die Schulden erlassen. Streicht doch die Schulden einfach, gell? Weil dann können wir nämlich noch viel mehr Schulden aufnehmen. Das ist der Beginn jetzt dieser Forderungen, die werden uns in den nächsten Wochen, Monaten, wahrscheinlich Jahren, werden die uns begleiten, dass man einfach sagt, ja, dann streichen wir doch die Schulden, dann sind Schulden doch kein Problem. So glauben ja viele. Schauen wir uns nochmal an, ja, aber wer hält denn diese Schulden? Die EZB wiederum hat knapp 500 Milliarden an italienischen Staatsanleihen im Portfolio. Insgesamt die Staatsschulden, also das Anleihevolumen, das draußen ist, das Inländer und Ausländer gekauft haben, 2,6 Billionen an Schulden. Tendenz stark nach oben gehend, eben jetzt durch die Pandemie. Und die Italiener sagen, ja, okay, dann lass uns doch die Schulden, weil für die Pandemie können wir nichts. Da haben sie natürlich recht. Das ist völlig klar. Aber das ist für mich eine sehr, sehr interessante Entwicklung, die jetzt beginnt und die überhaupt die Tragfähigkeit unseres Systems jetzt auf die Probe stellt. Denn wer die Schulden streicht oder wenn Schulden gestrichen werden, dann müssen diejenigen, die die Gelder ausgeliehen haben, auf ihre Gelder verzichten. Das ist doch die Kehrseite.
Seite der Medaille. Anders geht es leider nicht. Und China, das ist jetzt die andere wichtige Entwicklung aus meiner Sicht, hat gesagt, wir machen einen Exit aus dem Stimulus. Wir werden uns also von Stimulusmaßnahmen verabschieden. Hat allerdings die Botschaft in den Vordergrund gestellt, dass man ja die Zinsen auch nicht so schnell anheben wird. Also man hat hier sozusagen eine etwas unschöne Botschaft, zumindest für die Finanzmärkte, verpackt in eine schöne Botschaft, indem man gesagt hat, wir erheben die Zinsen nicht an, während wir einen Exit machen aus dem Stimulus. Also das ist schon sehr geschickt kommuniziert. Das ist die ganz große Kunst der Pekinger Parteikader. Schauen wir uns jetzt mal die Situation in Sachen Corona an. Wir haben in Deutschland wieder eine ziemlich hohe Zahl von Fällen, 22.268, vor allem auch wieder 389 Todesfälle. Bisher also wenig Beruhigung an dieser Front. Und wir sehen die neuen Maßnahmen der Bundesregierung respektive der Bundesländer, der Ministerpräsidenten derselben. Wir haben im Prinzip eine Fortführung jetzt dieses Lockdowns bis mindestens 20. Dezember, Silvesterveranstaltungen etc. Schulen ab 7. Klasse, glaube ich, soll man konstante Mundschutz tragen in bestimmten Gegenden, wo die Inzidenzzahl über 50 liegt. Und so weiter und so fort. Also faktisch ist das eingetreten, was man ohnehin erwartet hat. Jetzt kommen wir zu den Amerikanern, die ja heute Thanksgiving haben. Wir haben jetzt nochmal Zahlen bekommen zu den Corona-Fällen. Das wird jetzt in den nächsten Tagen praktisch eine völlig unzuverlässige Statistik sein aufgrund von Thanksgiving. Da werden manche Ämter gar nicht melden, andere ein bisschen was etc. etc. Wir sehen jetzt hier 182.000 neue Fälle. Hospitalisierungen sind stark gestiegen, jetzt knapp 90.000 und vor allem auch die Todeszahl, 2.284, höchste seit Mai. Jetzt ja Thanksgiving, ein Reisetag, beziehungsweise gestern wurde schon viel gereist. Fauci, der Viruspapst, wenn man ihn so nennen kann, hat nochmal die Amerikaner dringend aufgefordert, das Ganze nicht ausufern zu lassen, sondern nur in kleinen Kreisen zu feiern, möglichst nicht zu reisen. Man schätzt, dass die Reisetätigkeit nur etwa 50% dessen ist, was sonst eigentlich am Thanksgiving passiert, aber das ist immer noch erheblich. Jetzt kommen vielleicht ein paar sehr wichtige Dinge. Es gibt so erste, wie soll man sagen, Hinterfragungen dessen, was wir mit dem Impfstoff haben von Pfizer, BioNTech und Moderna. Nochmal ganz klar vorab geschickt, ich bin kein Impfstoffgegner. Überhaupt nicht. Und es ist oder wäre natürlich eine wahnsinnig geniale Geschichte, wenn wir dieses Coronavirus loskriegen würden. Ich vermute nur, es wird nicht ganz so einfach. Und vor allem, jetzt gibt es eben erste Hinterfragungen, zum Beispiel an den Zahlen, die hier geliefert wurden von Pfizer, BioNTech und Moderna. Da wird nämlich gesagt, es gibt eigentlich null Hinweise, wie viel von diesen wenigen Patienten, die sich dann ja, oder wenigen Probanden, die sich dann ja mit dem Coronavirus infiziert hat, wie viele Todesfälle gab es da? Und wie viele Hospitalisierungen gab es da? Da wird nichts drüber gesagt. Jetzt kann man annehmen, hätte es keine Hospitalisierungen und keine Todesfälle gegeben, dann hätte Pfizer, BioNTech und Moderna das irgendwie auch gleich erwähnt, würde ich vermuten. Das heißt, wir haben hier A, nicht nur eine sehr dünne Datenbasis, sondern auch sehr, sehr ungenaue Informationen eigentlich seitens der Pharmakonzerne. Und hier wird übrigens auch darauf hingewiesen, dass eine solche Impfung und dann wahrscheinlich kein Spaziergang im Park ist, weil eben doch bestimmte Erscheinungen wie Müdigkeit, Kopfschmerzen vor allem nach der ersten Impfung auftreten, dann muss man sich zur zweiten Impfung schleppen. Wie gesagt, ich will das Ganze hier nicht in Frage stellen und auch das Problem nicht verkleinern, aber das ist vielleicht ein Punkt, der marktrelevant werden könnte, sollte, würde, wahrscheinlich wird nach meiner Auffassung, denn man ist vielleicht ein bisschen zu euphorisch an diese ganze Geschichte rangegangen, hat gesagt, damit ist das Problem erledigt, die Aktienmärkte haben die Corona-Krise im Grunde ja schon komplett abgehakt und werden wahrscheinlich aus meiner Sicht feststellen, dass man sie zumindest nicht komplett wird abhaken können. Und das trifft eben jetzt auf eine Euphorie, eben weil man sich sagt, ja, wir können das Ganze abhaken, wo über 91% der S&P 500 Aktien über dem 200-Tages-Durchschnitt sind, ist nicht jetzt gleichbedeutend mit einem sofortigen Verkaufssignal. Wir hatten eine ähnliche Entwicklung 2013. Es gab ja diese Jahre 2013, 2017, die stetigsten Aufwärtsbewegungen seit der Finanzkrise gesehen hatten. Und auch da hatten wir 2013 zum Beispiel länger anhaltend eine Situation, dass eben ein sehr hoher Wert an Aktien über dem 200-Tages-Durchschnitt war. Aber wir sehen hier eben auch, manchmal hat dann richtig gekracht. Wir hatten nämlich diese Situation zuletzt im Januar diesen Jahres,
als eben auch die Euphorie groß war, als dann China schon im Lockdown war und die Aktienmärkte lange nicht begriffen haben, was da auf sie zukommen könnte. Und als man es begriff, dann haben sie sofort mit der Panik reagiert. Und wir sehen diese Euphorie übrigens auch. Investors Intelligence, das sind die Börsenbriefe in den USA, da haben wir jetzt einen Stand von 64,6%. Das ist der höchste Stand an Optimismus seit Januar 2018. Es gibt ja diesen Spruch, wenn alle anderen ängstlich sind, sollst du gierig werden und wenn alle gierig sind, sollst du ängstlich werden. Vielleicht könnte man das kontraindikatorisch eben auch so lesen. Jetzt haben wir in Sachen Gier gestern zum Beispiel ja wieder oder in den letzten Tagen ja immense Bewegungen bei Tesla gesehen. Hier haben wir jetzt durchschnittlich 26 Milliarden an Volumen gesehen in Tesla-Aktien. Das sind praktisch jeden Tag oder hier am Dienstag alleine waren es 8% aller Aktien, die von Tesla gehandelt werden. Wir sehen, Tesla ist die meistgehandelte Aktie von NIO. Also wir haben hier extreme Umsätze auch bei der Tesla-Aktie. Viele sagen ja, okay, die Bewertungen von Tesla könnten gerechtfertigt sein, weil das kein Autokonzern ist, sondern ein Technologiekonzern. Okay, dann würde ich aber gerne wissen, wo ist die Technologie? Ich sehe bisher nur Autos. Okay, es gibt SpaceX, aber das ist eben eine andere Firma. Also man kann ja behaupten, dass Tesla eine Technologiefirma ist, aber ich sehe eben keine Produkte außerhalb der Autoindustrie. Vielleicht ein paar Solardächer, aber das ist dann auch wieder eine Solarpanels, das ist dann auch wieder eine andere Firma. Also dieses Argument habe ich bisher noch nicht so richtig verstanden. Und apropos Hype und Euphorie, wir sehen, dass der Bitcoin-Kurs heute Morgen ziemlich stark nach unten gekommen ist. Es ist echt immer erstaunlich, wie schnell so etwas geht bei Bitcoin. Kurs über 5% im Minus und das innerhalb von Sekunden. Wir sind abgestürzt von 18.880 auf 17.300, dann wieder 700 Dollar nach oben. Komisch, was da passiert. Das ist eigentlich, verhält sich nicht wie übliche Märkte. Sind da die großen Wale? Hat da einer mal auf den Verkaufsknopf gedrückt? Das ist ja für mich so eines der Themen und Probleme vielleicht von Bitcoin, dass da einige Dickfische im Teich schwimmen und man ist ein bisschen von denen abhängig, weil die eben die großen Volumina bewegen können. Und kommen wir abschließend zu dem DAX in den Charts von Capital.com, meine Damen und Herren, jawohl. Und hier sehen wir den DAX, naja, das ist das größere Zeitfenster. Wir haben dann im März den Abverkauf gehabt und sind jetzt so in einer Bewegung, wo wir nach wie vor seitwärts marschieren. Wir sind runtergekommen, haben eine Korrektur gesehen, jetzt sind wir dann wieder deutlich nach oben gegangen. Geht es weiter ohne die Amerikaner? Können wir ein bisschen Dynamik entwickeln ohne die US-Märkte? Es steht fast zu bezweifeln. Insgesamt wichtige Entwicklungen aus meiner Sicht. Die Fed wird ihre Politik ein bisschen adjustieren. Italien will einen Schuldenerlass. China wird den Stimulus beenden und vieles andere mehr. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Tag. Heute Abend hat sich Besuch angekündigt und ich will sagen, es ist kein Sachse, damit das klar ist, der hier sprechen wird. Außer es passiert etwas Außergewöhnliches, was unbedingt berichtenswert ist, wird es dann heute Abend eine Art Sondersendung Marktgeflüster geben. Ich sage Ihnen jetzt erstmal Servus und Ciao.